Ich möchte eine Straße bauen, aber dafür brauche ich Holzlatten. Jungs, habt ihr vielleicht Latten? Ich verstehe euer Gekicher nicht. Das Ziel der Siedler von Catan ist der Bau von Straßen und Siedlungen. Dafür braucht man harte Geräte. Also, ich habe Schafe, es fehlen nur noch Latten. Wer hat eine Latte für meine Schafe? Okay, wie sehe ich aus? Die Frage muss lauten, was soll denn das Ganze? Wie meinst du das? Schon vergessen, was Benny dir angetan hat? 2 Jahre um die Entehrung meiner Schwester hast du gebraucht, um wieder lächeln zu können. Ich habe sie nicht entehrt. Wir hatten eine Beziehung. Du hast sie Brown Sugar genannt. Für mich ist das eine Entehrung. Willst du meine Meinung hören? Oh Mann, will ich das? Sarkasmus? Nein. Also gut, dann. Der Grund für deine Fixierung auf eine gutmütige, einfältige Person wie Penny liegt darin, dass sie das vollkommene Gegenteil der ersten Frau in deinem Leben ist, deiner brillanten und einschüchternen Mutter. Wo hast du denn das schon wieder her? Aus ihrem Buch Leidendes Baby, gieriges Baby. Deswegen muss das nicht wahr sein. Es ist nicht grundlos ein Fachbuch, Leonard. Bis dann. Falls Ihr Buch jemals verfilmt wird, weiß ich, wer Leonards Mutter spielt. Sandra Bullock. Wieso? Weil sie in allen Rollen gut ist. So, wo waren wir? Oh ja, hat jemand von euch eine Latte? Also bitte, es geht mir doch nur um Latten. Muss ich wieder Härte zeigen? Und mit dem Holz kann ich jetzt meine Latte aufrichten und damit den Samen für eine neue Gemeinschaft ausbringen. Er macht das bestimmt mit Absicht. Noch keine 9 Uhr. Wollten Penny und du heute Abend nicht die Stadt unsicher machen? Du bist 30 und wohnst bei deiner Mutter. Ist wohl nicht gut gelaufen. Das wissen wir nicht mit Sicherheit. Mit Gewissheit können wir nur sagen, dass Leonard wieder zu Hause ist. Aber was jetzt? Auch hier nicht genügend Beweise. So wie es sich anhört, wird er gerade ermordet. So, wo war ich denn? Wolltest du nicht was aufrichten? Oh, natürlich, ich hab's in der Hand.